Und damit wünsche ich euch erstmal einen wunderbaren schönen Tag. Und okay, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Kirby in the Vergessene Land. Ganz genau. Falls ihr euch fragt, warum meine Mütze so komisch aussieht. Beim Urlaub, da gibt's sowas, das nennt sich Meer und im Meer ist Salz. Und wenn man so wie ich ist und seine Mütze eigentlich niemals im Leben abnimmt, außer zum Schlafen, dann kann es sein, dass das auch salzig wird. Deswegen sieht das ein bisschen komisch aus. Lasst euch davon aber nicht irritieren. Ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Fergus-Wüste. Und ja, damit mal ein bisschen was von Leos Seele. Im Übrigen, ich habe gerade erfahren, dass Leo irgendwie eine Relation zu Tazandra hat. Bruder, Freund, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das gerade erfahren. Die Origin-Wüste war die so richtig Open World war. Schwimmen, 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 saugen. Ja. Das war der Plan. Sprung und werfen. Sehr schön. Ein Teil gefunden. Sieht echt doof aus mit der Mütze. Es tut mir leid. So. Wir haben ja noch eine Free Movable Kamera. Ja, Essen würde ich sagen, sag ich mal nicht meins. Oh, nee. Aber wobei, doch, hat funktioniert, was ich wollte. Sprung. Fühlt sich rewarding an. Hat das jetzt irgendwas Sinnvolles gemacht? Oh, wow. Also dieses Seelensammeln finde ich cool. Es gibt viel mehr zu sammeln. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die gerade schwer versteckt sind. Aber bis jetzt gefällt mir das. Heilung. Open World. In einem Spiel mit Anfang und Ende. Das gerade da hinten einfach ohne Animation aus der Rage. Schaut euch mal die Kanone an. Wenn ich jetzt ein Stück näher komme. Wie traurig. Ich gucke mal kurz hier hinten, ob hier noch vielleicht was ist. Aber dem scheint erstmal nicht so. Okay, dann lass uns hier mal kurz reinsaugen. Okay. Würde sagen, war knapp. Aber okay. So, hier oben links, was gibt's hier? Hier gibt's doch Ultra Secret. Ja. Eine Boje. Also, mich lässt vermuten. Lass uns mal hier ein bisschen theorisieren. Das war hier mal auf jeden Fall alles voll mit Wasser. Da vorne ist ein Boot. Hier haben wir eine Boje. Ja, oh. Ich habe kein Item für sowas. Vielleicht können wir jetzt so einen Kreisel machen. Und das macht ultimativ wenig Damage. Okay. Also, Notiz an mich. Das ist legit das schlechteste Item, was ihr euch aussuchen könnt für einen Kampf. Wobei, ihr seid damit relativ gut geschützt, muss ich sagen. Also wenn ihr unten seid, werdet ihr nicht angesaugt oder sonst irgendwas. Das könnte schon etwas hilfreich sein, würde ich sagen. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Ich weiß es nicht, ich habe schon wieder neue Mikrofoneinstellungen. Bin ich gerade reingefallen, ja. Das könnte sich als sinnvoll herausstellen. Aber ich will mal dazu jetzt erstmal nichts sagen. So, hier gibt es einmal Seele. Geh nochmal hier saven.
Da bin ich mit meinen Bomben sicherer. Vor allen Dingen suchen die auch noch nach dem Ziel. Oh, das war knapp. Nochmal so ein Ding. Hi. Also, obviously soll ich damit da... I see. Wir brauchen doch wieder unseren Pusterwind. Oder kann ich das auch einsaugen? Wenn ich es einsaugen kann, ist auch okay. Lass uns jetzt mal gucken, ob wir es einsaugen können. Nee. Dann holen wir unseren Pustewind da hinten nochmal. Warte, warte, warte. Falls der nicht mehr da ist, nehme ich lieber nochmal die Bomben mit. Aber sollte eigentlich genau immer unendlich spawnen. Die muss ich nicht ansagen. So, und damit sind wir auch für kurze Zeit immer schneller. Ist der respawned? Da, guck mal. Bisschen Heilung. Ich hätte gern noch was hier, um das Ding zu befreien. Wenn ihr Rauschen im Hintergrund hört, hier rechts steht ein Ventilator. Ist zurzeit sehr warm, würde ich mal sagen. Oh, der war sehr schön. Oh, der war sehr schön. Ich habe das Gefühl, hier sind so wenig Seelen. Bin ich der Einzige, der das Gefühl hat? Und damit gehen die Blöcke weg. I see. Ja, genau, okay. Gut, dass wir uns nochmal umgeschaut haben. Ich glaube, ich hätte das sonst tatsächlich nicht mehr gefunden. Da hinten geht's auch nicht weiter. Dann lass uns mal hier rüberfliegen. Und mal gucken, was wir mit diesem Ding für neue Gefilde erreichen. Sieht aus, als hättest du alles gesammelt. Ah, cool. Und dafür mussten wir den Block zerstören. Sehr schön, dann geht's direkt weiter. Bin ich zu leise? Bin ich zu laut? Ich weiß es nicht. Also so könnte ich zu laut sein. Ey, das Mikrofon hängt total. Oh, nee, da brauche ich einen Boomerang. Oder reicht das, wenn ich das alles... Oh, yes. Ich glaube, ich mache das am besten von oben einfach rüberspringen. Ah, jetzt wollte ich den noch mitnehmen. Ich wechsle mal auf den Boomerango. Jetzt scheint mir der Passage sinnvoller zu sein. Also treffen habe ich... Vielleicht hätte ich den Hammer gebraucht. Ich weiß es nicht. Ich hole mir jetzt erstmal die Water Ability. Und... Oh, das gibt gut Heilung. Das hier links ist ein bisschen... Zass. Aber außer Geld und... Was soll das hier? Oh, das mussten wir sogar machen. Okay, doch kein Secret. Wir mussten sogar hier hoch, damit wir uns hier Wasser hinholen können. War das im Original auch so, dass wir das machen mussten im Original-Level? Ich weiß es nicht mehr. Direkt bis nach hinten durchrennen. Und Ufi drauf. Nach links einmal, nach rechts einmal. Oh, die Pflanzen muss man gießen. Dafür gab's was, oder? Habe ich dafür den Teil der Seele bekommen? Okay, dann ist gut, dann ist gut. Bin doch nicht blöd. Also wer weiß, aber ich würde jetzt mal sagen, eher nicht. So.
Ja, rein da. Oh, ich weiß nicht, ob ich zu dem wechseln soll oder lieber nicht. Ich lasse jetzt mal. Ich gehe jetzt mal hier runter gucken. Die gibt's aber nicht. Hier ist aber auch einer mit Boomerang. Down. Kamera-Switch. Ah, das war das mit den Geistern. I remember myself to the... Okay, wie viele Schüsse haben wir? 100. Bin mir sicher, die sind hardcore getimed. Also du musst damit alles treffen, was du treffen kannst. Hardcore limitiert, jetzt habe ich das. Egal. Muss da rein. Perfekt. Ja, hier ist auf einmal so leise. Hier brauchen wir wieder einen Ring. Und zwar das Level eben mit den Geistern. Was ich so richtig cool fand, wegen eben genau diesem Gimmick. Das heißt, hier oder in dem nächsten Dings sollte uns ein Flugdings erwarten. Wie heißt das? Nee, nicht. Hier brauchen wir wieder Bone. Hier auch. Sonst ist hier rechts auch gar nichts. Okay, dann schauen wir links. Ui. Ich dachte, das wäre knapp, war es aber nicht. Okay. Ich würde gerne vielleicht noch hier an die Kiste kommen. Nein, halt, ich kann ja beides nehmen. Bin ich doof. Hier gibt es einmal den Kreis. Und da wird erstmal die Chest hier befreit. Hier wird man meiner Meinung nach zu häufig invincible. Also unbesiegbar. Entschuldigung, unbesiegbar. Deutsch. Hier, Deutsch. Wichtig. Oh, dafür gibt es sogar drei. Finde ich schön. Sprung und Musik. Wo wir jetzt Cone herkriegen. Ich hoffe hier hinten. Mabi. Uiuiui. Sachen. Points sind wichtig. Zack, aber ich starte ja nach jedem Level das Spiel neu. Aus dem simplen, einfachen Grund tatsächlich, dass dann die Leben immer wieder aufgefüllt werden. Oh, ein Sammelgegenstand, schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, in der letzten Folge schon, aber im Allgemeinen sind die seltener geworden. So. Da ist doch ein schöner Weg. Tschüss. Okay, was erwartet uns hier? Wahrscheinlich irgendwas auf... Nein! Ist nicht dein Ernst, oder? Das ist so unfassbar dumm gelöst. Hier sind wieder Pokies. Für mich sind das Pokies. Keine Ahnung, wie die in Kirby heißt. Für mich sind das Pokies. Will ich aber. Hier ist Wind. Den habe ich zu spät gesehen. Ja, komm. Hüpfen.
Adidaha. Perfekt. Okay. Adepete. Hier geht's weiter. Okay, dann wieder hoch. Wir wollen ja schließlich alles hier an Dings holen. Jo, den hätten wir. Oh, please. Okay. Ich hab den Wind erst gar nicht realisiert. Hallo? So, an den laufe ich einfach mal gekonnt vorbei. Ich glaube, wir müssen jetzt das Todes schnell wegrennen. Ja, hat geklappt. Okay. Ja, hier ist auch ein Anker. Ich glaube, hier war mal früher wirklich normale Welt. Boah, wie cool, wie wir jetzt hier außen drum herumlaufen müssen. Das ist auch so eine Sache, was ich cool finde. Kirby solche Sachen einfach ins Level mit einbeziehen. Einfache Deko-Gegenstände. Genau, sonst hättest du hier alles gesammelt. Dann geh schnell weiter. Es warten noch 20.000 dieser Dinge auf dich. Hihi. Das stört mich ein bisschen, dass es so viele sind. Also, dass wir mindestens so viele einsammeln müssen. So, ich finde es cool, dass es so viele sind, dass man so viel sammeln kann. Aber, ich finde es doof, dass man eine Mindestanzahl haben muss. Ich habe Dragonfire, könnt gar nichts. Oha! Wieso trifft er mich? Jo, perfekt. Nein! Ich will so ein Feuerding. Wenn ihr euch mal diese Funken anschaut, seht ihr, dass darunter so schwarze Linien gehen? Seh nix, ich würde gerne. Nehme ich noch mit. Bin mir sicher, es ist sehr rewarding, wenn man hier alle Fackeln anzündet. Ganz ehrlich, mehr. Ja, ich sehe doch nichts. Kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Ich habe hier kein Feuerding. Ich muss hier durchfliegen. Ey, da ist sogar Essen für Heilung. Schmutz. Oh, Mann. Ah, ja. Richtige... Das gibt mir, weiß nicht wieso, aber das gibt mir Pyramiden-Vibes. Hier zum Beispiel, das hier nach rechts, hätte ich nicht gesehen. Oha, da gibt es sogar drei für. Nice. Ja, und da habe ich schon wieder hergeschenkt. Weil das Spiel so dumm ist und deine Items direkt löscht, nachdem sie Stacheln berühren. Warum kann der weiter schießen als ich? Das macht halt mal gar keinen Sinn. Oh, hier ist was. Hier ist sogar mehr als nur was. Bitte was? Meine Frage ist, wofür? Um das Feuer auszubauen. Oh, smart, smart. Die Automarke. Oh, da gibt's nochmal dreimal Seele für.
Wir haben wahrscheinlich nicht alle. Ja. Aber, bisschen unfair, dass du hier dein Item verlierst und es erstmal eine Weile gar nicht erst wiederbekommst. Oder ich habe mich einfach noch ein bisschen blöd angestellt. Ich will es mal aufs Level schieben. Oh, ich würde gern vorher noch ein anderes Item aus. Okay, es ist eher hier. Da lohnt sich das hier mehr. Ah, mein Ventilator stärker. Jetzt wird stressig. Einen wunderschönen... Oh, er ist auch lila. Ich versuche die selber immer in Photoshop lila zu färben. Oha. Okay, zweite Phase. Ja, das ist die dümmste Phase von allen. Ich verstehe nicht, wie die Entwickler sowas gut fanden. Page? Page? Komm. Ey, der ist erst Hälfte Leben? Oh, wieder ausweichen. Ich drücke einfach nur nach rechts. Jetzt zum Beispiel kann ich nicht ausweichen. Ah, doch, konnte. Ach so. Er macht das Ganze jetzt nochmal. Natürlich. Oh, das war gut damaged. Das war gut gedamaged. Yes. Wir machen zwar nur wenig Schaden, aber wir machen Schaden. Jetzt kommt er doch mit seinem Tanzgedöns. Warte mal, da könnte ich aufladen und dann... Boah, der ist so fast. Das kann ich nicht treffen. Ist mir gerade eingefallen. Ja, ich weiß. Also ganz ehrlich, ist schon ein bisschen unfair. Ach so, ihr kommt wieder. Es gibt keine Heilmöglichkeit. Also das ist meiner Meinung nach der schwerste, aber auch schwächste Boss. Will man mehr? Komm da jetzt weg mit dir. Ist nicht dein Ernst! Wie er mit einem einzigen Leben überlebt hat. Was ein unfairer Betrug. Aber wir haben es tatsächlich sogar geschafft. Und wenn das jetzt schon so schwer war, will ich gar nicht wissen, wie das vermeintlich letzte Level wird. Danach kommt wahrscheinlich noch diese Stadtkuppel ganz hinten. Aber davor kommt jetzt halt erstmal das Vulkangedöns. 9 Stück haben uns gefehlt. Okay. Die haben wir dann wahrscheinlich in diesem dunklen Raum verpasst, weil... Ja, Betrug einfach. Fertig. Oh, wir bekommen dieses Hochhausgedöns da.
Wie gesagt, wir lesen uns das alles in einem extra Part durch oder im Stream, je nachdem, wie die Zeit dann läuft. Der Stream wird wahrscheinlich sowieso ein paar Wochen, Monate verschoben, weil ich erstmal ein bisschen Mario Striker streamen will. Mario Striker. Kergeslande. Oh, aber. Oh. Ey, wir müssen jetzt echt krass viel noch rausholen. Oder ich spiele wirklich noch mal ein paar Welten vom Anfang. Aber das halt auch nur beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen, übermorgen, je nachdem, wieder zu einem neuen Video. Bis dann und ciao, ciao, Leute.